Okay. Ich nehme jetzt trotzdem jede Banane, mit die ich irgendwie ergattern kann. Was sagen die? Okay, wir haben K.O. und es fehlt nur noch ein Buchstabe. Das war sehr logisch, ne? K.O. und es fehlt noch ein Puzzleteil, das meinte ich. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da muss ich im richtigen Zeitpunkt abspringen, oder was? Aber es gab kein Puzzleteil für die Bananen. Das habe ich schon mal eben gerade festgestellt. Immerhin das wissen wir jetzt. Ist auch was wert, ne? Ah, fuck. Aber hier gibt es ja ein Erz. Nimm die Bananen mit. Ich glaube, das ist besser. Ja, lassen wir die eine liegen. Okay, das geht, das geht, das geht. Halt, da unten ist die Plattform. Aha! Sehr gut, dass ich es doch gesehen habe. Das heißt, ich muss jetzt nur noch in Anführungsstrichen auf die Buchstaben achten. Okay, ich habe es gecheckt. Ja, ja, ja. Ich habe gedacht, da wäre noch irgendwas, aber ich musste einfach nur durchrennen. Gut, rennen wir jetzt durch. Habe ich verstanden. Das nehmen wir mit. Ja. Bananen sollte man nicht rumliegen lassen. Geht auch im echten Leben. Einfach durch. Ich hab das N. Kann ich da unten auf den Dynamitstangen langlaufen? Das ist die Frage. Würde mich ja schon so ein bisschen interessieren, ne? Wahrscheinlich, ne? Ah, fuck. Ja, ich habe das endlich mitgenommen. Sorry. Ja, das kann ich nicht da liegen lassen. Also wenn ich das Level jetzt hier schon gleich durch habe, dann bitte komplett. Es fehlen ja, wie gesagt, nur noch die Buchstaben. So. Nee, es geht nicht. Okay, ich muss warten, bis das explodiert ist. Alles klar. Er hätte ja sein können, dass man unten auf die Dürbisstangen drauf springen kann. Aber anscheinend ist das nur Deko. Bis zu einem gewissen Punkt. Das warten wir hier ab. Alles klar. Was für eine miese Nummer, Leute. Was für eine miese Nummer. Ach! Da war eine Lücke. Ich muss ja eigentlich nur noch das G mitkriegen, ne? Das war gut. Nur das G. Das geht automatisch, habe ich richtig gesehen. Ja. Gucken, 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 da ist eine Lücke. Das war nicht das G. Was ist das G? Ich hab's nicht, okay. Da muss ich also rechtzeitig abspringen, um das G zu kriegen. Das muss ich noch erwischen. Wenn nicht, kann ich mich notfalls immer noch fallen lassen. Nicht, dass ich aus Versehen ins Ziel trabe, das meine ich. Und es gibt auch ein paar Bananen hier, also ich werde so schnell jetzt hier nicht verrecken wahrscheinlich. Ein paar kriege ich immer. Mal abwarten. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe erst überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber ja, ich war gerade größenwahnsinnig. Es wären immerhin zwei Bananenstauden gewesen. Und wir haben 85 Bananen.
Halt! Warten, Alex, warten. Japs. Ich bin daneben gesprungen. Aber ich hätte das G gehabt. Schön, ne? Immerhin das. Okay, aber das ist jetzt wirklich der finale Bereich. Das kriegen wir hin. Aber ich denke, danach kommt noch ein Level. Und dann sammeln wir mal wieder ein. Das ist im Prinzip auch gar nicht so schwer. Haben es wieder? Ja, diesmal hat es geklappt. Bananen, immerhin. Puh, okay. Aber ich denke, wir haben alles, ne? Jawohl, sehr schön. Ein Bild freigeschaltet, das ist doch toll. Ich würde ja gerne nochmal bei Funky einkaufen. Zur Sicherheit. Bevor wir uns jetzt das nächste Level vornehmen, gehe ich nochmal bei Funky einkaufen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Oder ich mir. Ihr müsst ja zwangsläufig mit. So. Und was kommt da? Oder ist das der K-Level? Nee, ne? Nein, 6B, Tropfstein-Inferno. Wo der K-Level auftaucht, das wissen wir noch gar nicht. So, ich gehe mal eben zurück. Wo war denn Funky? Irgendwo gab es Funky. Wo ist Funky? Da ist Funky. So, dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Was holen wir uns denn alles Schönes? Squawksies brauchen wir nicht mehr so viel. Leben ist das Wichtigste, denke ich. Und wir können uns noch ein paar... Ich wollte gerade Schokofroschkarten sagen. Aber wir sind ja nicht bei Harry Potter. Aber diese Sammelkarten. Ja, ja, ja. Für ein klassisches Comeback in Rosi beste Farbe. Leider sammle ich immer den gleichen Kram. Nee, will ich doch gar nicht. Warte mal. Blaue Ballons, ja. Nehmen wir ein paar mit, ne? Haben wir 20? Ja. Ja, aber wo sind denn meine ganzen Leben? Ach, das ist unter Wasser. Ach, scheiße. Ich dachte, ich könnte Leben damit kaufen. Da hab ich mich vertan, ne? Dann gehen wir mal hier hin. Kaufen wir nochmal. Aber 30 von den Sammeldingern. Vielleicht ist da was Neues bei. Cranky hatten wir schon. Ja. Vielleicht ist da irgendwie noch was Neues bei. Ich wiederhole mich. Dixie. Aha. Ich denke mal, die können wir uns dann nachher alle angucken. Das machen wir dann auch mal. Und dann schauen wir mal, was uns alles noch fehlt. Das ist ja anscheinend eher so eine Zufallssache. Ich glaube nicht, dass man da ja, gezielt irgendwie darauf hinarbeiten kann. Entweder kriegt man irgendwann alle aus ja, Zufall oder nicht. Oh, das weiß ich nicht, ob ich die schon hatte. Die sehen halt sehr ähnlich aus, ne? Das sind halt sämtliche Gegner, die man so antreffen kann. Und manche kommen wahrscheinlich öfter vor, manche weniger. Die kommen wieder. Ach, bald müsste man durch sein, keine Sorge. Ist wie so ein bisschen wie früher die alten Kaugummi-Automaten. Da waren auch mal so schöne Sammelfiguren drin. Bei mir waren das so Ninjas, so kleine Gummi-Ninjas. Da habe ich sogar noch rumliegen. Fand ich sehr cool. Die sind voll abgefahren, ja. Wieso kann man sich denn hier keine Leben kaufen? Abgründen ist hier nicht runter, aber so. So. Kannst du jetzt für sich versuchen zu legen? Ich mach das jetzt mal. Das war ein Leben. Okay, sehr gut. Das reicht doch erstmal, ne? So verlassen. Ja, wir verlassen den Laden.
Immer schön die Augen offen halten, Kumpel. So, jetzt gehen wir zurück. Und gucken uns das neue Level an. Das, da oben ist das K-Level. Ich sehe schon, wo die Palme ist. Oder ist es das, wo wir gerade sind? Ne, ich glaube nicht. Nein. Okay, das Tropfstein-Inferno. Ich bin sehr gespannt. Wir machen es erstmal so. Und danach kommt wahrscheinlich bei der Palme da oben das K-Level. Ja, dann kommt es ja, glaube ich, ganz gut hin mit den 100%, ne? Aber keine verlorene Welt, das kommt mir so ein bisschen komisch vor. Das gab's doch in. Ja, eine ganze Welt gab's nicht, aber ein Level zumindest. So, was haben wir jetzt hier? Eigentlich. Oh, 7. Eigentlich fehlt ja noch ein Raketenlevel, ne, wenn wir ehrlich sind. In dieser Welt, oder? Hat man hier schon eins. Da fällt was runter, das ist ja nett. Oh, nehmen wir das mal mit. Das hat wieder sehr gut geklappt. Oh, voll die entspannte Musik gerade. Erinnert so ein bisschen an die Everdell-Musik. Also es gibt, also Everdell ist ein sehr, sehr geiles Brettspiel. Davon mal ab. Es gibt jetzt aber auch eine Online-Umsetzung für Steam von Everdell. Sehr, sehr geil. Werde ich wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen drauf zocken. Und da ist, glaube ich, eine ähnliche Hintergrundmusik. So, auch so eine schöne, entspannte Musik. Ich mag das noch total. So, wir haben das K. Okay, Tropfsteinhülle wahrscheinlich nur wegen der Zacken, die da runterfallen. Und wenn ich... Ah, ich hab's, glaube ich, jetzt erst geschnallt. Wenn ich die nämlich alle einsammle, die Bananen, von den Teilen, die da runterfallen, gibt's vielleicht was. Also könnte ich mir vorstellen. Vielleicht. Weiß gerade nur so Gedanke. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, der zieht mich aber schon nach oben. Natürlich ist da was. Das war ja wohl selbstverständlich, oder? Ne, jetzt gerade nicht. Ich muss mal eben warten, bis der weg ist, sorry. Soll das irgendwie ein Hamster sein in einem Laufrad? Wahrscheinlich, ne? So ganz deutlich kann ich das Ding irgendwie nicht. Oh, gib mir mal Dixie. Scheiße. Ein Puzzleteil! Sehr geil. Dann ist der Dicke da unten nämlich weg. Und ich krieg Herzen. Wow, da ist ein Puzzleteil drin. Das war ja geschenkt. Und es fehlen noch 4 Stück. Aber das war echt geschenkt, das Puzzleteil da unten. Gut, dass ich gewartet habe, da oben ist was. Komm ich denn da hin? Das wäre sehr gut. Aha, ich weiß, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich über diesen Weg. Was gibt's denn da oben? Moment. Ein Bonuslevel, okay. Bisher sehr humane Verstecke tatsächlich, was ich aber nicht schlimm finde. Das Level ist tatsächlich auch um einiges leichter als jetzt die davor. Also fand ich. Vielleicht wollen sie einem auch noch ein bisschen was Nettes gönnen jetzt zum Schluss. Das kann natürlich auch sein. Oh. Das ist schön, wenn man mal Dixie hat und die Bonuslevel dann nicht so schwer sind. Also schwer in Anführungsstrichen. Ich stelle mich immer nur doof an. Das gebe ich ja auch zu. Die sind nicht schwer, die Bonuslevel. Ja, da oben ist was drin, auch von der anderen Seite, glaube ich. Ach. Richtig, das war da hier.
ich muss da hoch. Okay. Wieder ein Puzzleteil. Ja, das sind schon eigentlich eher oder mehr oder weniger standardmäßige Verstecke, würde ich mal so nennen. Also da hatten wir schon wesentlich schwierigere Sachen. Ja, das war jetzt mies, da konnte ich nicht ausweichen. Und jetzt? Ach so, wenn ich klopfe, gehen die kaputt. Das wusste ich ja nicht mal. Klang gerade schon wie Annette Frier. Da freut er sich voll. Das versteht jetzt auch kein Mensch. Ah, ich will das, ja, Entschuldigung, ich will das N haben. Annette Frier aus der zweiten LOL-Staffel. So. Okay. Ich habe auch gleich wieder ein viel besseres Gefühl, wenn ich halt so viel Leben habe. Das ist tatsächlich so. Okay. Ups, sorry. Ja. Ach ja, ich kann ja einfach auf den Boden... dieses auf den Boden klopfen vergesse ich immer die ganze Zeit, ne? Das ist schlimm. Also wahrscheinlich wäre das heute eigentlich die ideale Gelegenheit, um... Scheiße. Achso, ich darf nicht nochmal rein. Um das Let's Play eigentlich zu beenden, ne? Weil es kommt ja nicht mehr viel, aber... Eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit. Muss mal gucken. Ein bisschen was habe ich ja heute noch vor. Mein Leben besteht nicht nur aus YouTube. Ist kaum zu fassen, aber es ist so. So, ist ein Herz drin? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Ein Leben nehme ich auch, gut. Ja, der fällt einfach runter. Das wusste ich nicht. Das macht es natürlich um einiges einfacher. Das hätte natürlich auch erklärt an dieser einen Stelle, wo ich da gesagt hatte, oh, wie soll ich denn da weiterkommen? Als ich in diesem drehenden grünen Rad war, wisst ihr? Wie komme ich denn da hin? Ohne Dixie oder so. Schwierig, ne? Ah, oh, ich meine das. Da oben gibt es, glaube ich, auch nichts, ne? Ich möchte irgendwie... War nur das Bonus-Ding. Nee, ich brauche Kong. Ich bräuchte einen zweiten Kong. Ah, da gibt es ein Leben. Ja, ich weiß. Viel, viel wichtiger wäre für mich gerade einfach nur ein Kong. Lass mich nochmal nach links. Gibt es auch noch ein paar, ja, ja. Weil das Problem ist tatsächlich, dass ich da keine Chance habe. Ja, das heißt keine Chance. Ja, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Pass mal auf. Ja. Okay. Es geht. Ist das ein Ding? Nee. Hier muss ich doch bestimmt wieder die Sachen einsammeln. Wie kriege ich denn die Sachen da drunter? Warte mal. Die muss ich doch bestimmt einsammeln. Und wenn ich die alle einsammle, gibt es Belohnung. Bin ich mir ziemlich sicher. Da ist noch einer. Jetzt bist du jetzt schon mit dem Teufel zugegeben, wenn ich da nichts mehr kriege. Ich krieg dafür nichts.
Jetzt ohne Scheiß. Okay, naja, wenigstens habe ich ein Bonus-Level gefunden. Da hätte ich jetzt echt wetten können, dass ich da was mitkriege. Ordentlich viel Zeit gerade verplempert. Hätte ich nicht gedacht, dass der es auch schafft. Okay. Und dann auch alleine mit einem normalen Kong. Ich bin relativ begeistert. So, es fehlt noch ein Puzzleteil. Was sagen die Buchstaben? Es fehlt noch ein G. Aha. Ja, dann sammeln wir die mal ein. Was können. 1, 2, 3. Interessant. Das scheint ja Bananenkisten zu sein, aber da kommt nichts raus. Okay. Aha. Ja, komm her. Herz ist auch gut. Gab's hier noch was einzusammeln jetzt? Na, ich glaube nicht. Weiß halt auch nicht, ob das was bringt. Lass dir das bitte. Wenn man. Ich will gar nicht sagen. Ja, die Banane einsammeln, ne? Oh fuck! Ich wollte links gucken, ob da noch was ist. Dann bemerkte ich, dass die Decke einbricht. Oder einstürzt. Okay, also sollte man hier möglichst weiter nach vorne krabbeln. Das hat schon wieder K-Level an Höhe hier. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Hier ist noch irgendwo ein G drin. Nein. Auch nicht. Okay, dann tschüss. Ich hoffe, das G kommt noch. Wie hätte ich denn das G... Ach, ich hätte warten müssen, bis das G runterpurzelt, ne? Okay, alles klar. Mhm. Dann haben wir es ja gleich. Das G holen wir uns auf jeden Fall noch. Puzzleteile haben wir auch alle. Wunderbar. Ja, komm. Ja, immer wenn diese Pinguine auf einen zukommen... diese Fliegenden, meine ich jetzt... Das erinnert mich halt an dieses eine K-Level, was wir mal hatten. Das war, glaube ich, das Schwierigste in meinen Augen. Bisher. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Also eins kommt ja gleich noch mit Sicherheit. Keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Wir werden es sehen. Ah, ich düse hier mal durch. Den ganzen Kram brauchen wir jetzt nicht. Hm, wann hätte ich da jetzt abspringen sollen? Das ist timig, also timig, ja. Vom Timing her. Bisschen doof. Sagen wir mal, wie es ist, ne? Okay, irgendwie kriegen wir das schon hin. Daran sollte es, glaube ich, nicht scheitern. Das hat aber einen ganz beschissenen Rhythmus, das G. Wann soll ich denn da drücken?
einen Rückweg? Nimm einen. Bin da echt nicht sicher. Da war ich auch nicht sicher. Jetzt komm, Alex. Konzentration. Konzentration. Das ist das, wovon du so viel hast. Ein Überschuss. Das war jetzt gerade nicht Konzentration. Das hätte ich jetzt ganz gern, ja, genau. Tü. Ich weiß gar nicht, ob er da jetzt auch ein Affe, also ein Dixie oder sowas bringen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Ich bin da jetzt gerade echt so ein bisschen überfragt. Oder muss ich da jetzt echt einen anderen Kong haben? Das wäre jetzt echt scheiße. Weil da müsste ich ja extra nur für das G nochmal das ganze Level spielen mit dem Kong. Also, so fies, glaube ich, sitzt dann auch nicht. Wie ist das zu lösen? Schaffe ich das nicht. Ach, warte mal. Der hält an, ne? Hält er an? Wenn das Fass anhält und nicht weiter geht, dann könnte es klappen. Moment. Dann probiert er mal was. Ich glaube, ich habe gerade eine Lösung gefunden. Weil wenn das Fass an der Stelle anhält und ich nochmal reinfallen darf, dann okay. Mal gucken. Ja, okay. Dann kann man das irgendwie hinkriegen, denke ich. So natürlich nicht. Ja, ich war gerade mit den Gedanken schon wieder bei dem Buchstaben G. Sorry. Der ist tatsächlich das Schwierigste mal wieder hier in diesem Level. Also ich habe schon oft gehabt, dass mir der G-Buchstabe dann das große Problem bereitet. In so einem vermeintlich ja, einfachen Level. Also eigentlich war es bis hier echt nicht groß schwer. Also das ist schon ein einfaches Level. Aber das G halt, ne? Das ist es wieder. Vielleicht, ja, ich muss gucken, Es geht schon irgendwie, ja. Okay. Dum. Flop. Ich würde es ja auch ganz gerne heute schaffen, das Spiel tatsächlich, aber es ist abgeschlossen und ich kann am Wochenende ein neues Projekt beginnen. Ja! Jetzt muss ich sterben. Hauptsache durch. Scheiß was drauf. Puh, war knapp. War, glaube ich, eine knappe Sache, aber ich habe es geschafft. Immerhin. Hervorragend. Läuft doch. Gut, dann müssten wir doch jetzt eigentlich den K-Level freigeschaltet haben, oder? Sehe ich das richtig? Wenn ich noch irgendwo wieder eine Bonuswelt ist, die ich jetzt vergessen habe. Aber ich glaube, wir müssten jetzt den K-Level haben. Aha. Der bringt mich doch... Oh, oh, oh. Okay.
Ach da. Wie komme ich denn zum K? Über den Boss? Nee. Wie komme ich denn zum K-Level? Sorry. Muss ich wieder zurück vielleicht? Das kann auch sein. Da oben. 6K Stachelspelunke. Oh, das klingt doch schön, ne? Ich bin jetzt aber ein Schisser. Ich hole mir jetzt ein extra Herz.